Willkommen zurück zu Assassin's Creed. In der Schlacht der 100 Hände befinden wir uns hier. Moin, hier ist der Angelus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in der heutigen Episode. Cassandra immer noch in der Schlacht unterwegs. Eigentlich hieß es ja immer, hier kämpft jeder für sich, Battle Royale. Aber es gibt hier auch einige, die sich als Gruppen zusammentun, so wie diese drei, die wir hier in der Höhle abgeschlachtet haben, die einfach zusammenarbeiten. Und dann am Ende irgendwie ausmachen, wer der letzte Überlebende sein sollte. So, gehen wir erstmal wieder raus aus der Höhle. Oben auf dem Berg habe ich schon alle abgeschlachtet. Mal gucken, ob hier drin noch irgendwo welche sind. Schön, dass ihr wieder dabei seid auf jeden Fall. Freut mich. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ah, hier sind noch Leute. Nicht weiter. Nur Geschirr. Zack, stirb, du Hund. So, deine Mutter werde ich nicht wiedererkennen. Auf dem Totenbett. Sie kämpfen mit Obsidianschwertern? Echt? Die würde ich mit bloßen Fäusten schlagen. Na gut, die sind sehr brüchig, oder? Obsidian-Schwerter. Scharf, aber brüchig. Au. Ey. Lass das mal. Oh, der Sparta-Rage. Nice. Nicer Dolch-Kill-Move. Okay, welche Richtung muss ich? Ja, mein Esel. Jetzt bin ich ja hier wieder raus aus der Festung und jetzt bin ich wieder hier in dem Ort. Hm. Die da stehen, angezeigt werden, die gehören nicht mit zum... Man hieß ja auch so ein riesen Seil gespannt hier, dass man hier runterrutschen kann und dann hier lang. Wahrscheinlich ja, genau. Hätte ich dann einfach unten in der Höhle reingemusst, dann da raus, dann auf den Berg rauf. Und dann hier runterrutschen, hier hin. Hier ist nichts zu sehen. Mit Hund jetzt. Dein Hund ist dort. Lass das. Hey. Also mit Feuerbogen habe ich gerade nicht geschossen. Ach komm. Bin so weit weg, oder? Was denn? Hast du Angst? Ja, ich habe voll Angst. Keine Pfeile mehr. Ja, ich weiß. Ich kann die im Inventar bauen, aber jetzt kein Bock. Jetzt kein Bock gerade. Willst du mal sterben? Haha, ausgewichen. Zu langsam. Lass das. Hey. Ja, kletter halt noch hoch. Ich werde dich finden. Ich stehe genau hinter dir, du blöder Sack, ey. Mach doch deine Augen auf. Ich werde dich finden. Ich kletter ihn hinterher, häng ihn am Arsch dran. Und der lässt so einen Spruch los. Was ist denn hier los? Haha, die laufen weg, wenn sie mich sehen. Zack. Boah, wie seine... Habt ihr gesehen, wie seine Beine rumgewirbelt sind? Der hat eine Schraubendrehung gemacht. Voll die Hüfte weggedreht. Hast du gerade auf den Hund geschossen? Hey, das ist Tierquälerei. Nur ich darf das. Noch ein Signal. Es ist fast vorbei. Es ist fast vorbei. Hehe. Ich hab wieder Pfeile gekriegt. Moment. So. Wir haben noch gute Chancen hier für die Schlacht der 100 Hände. Ey, 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 Bomben hier. Zwei aus der Sippschaft. Sippi und Dippi. Haha. Perfektes Ausweichen. Perfektes Ausweichen. Jetzt sterb doch einfach mal. Das Gift, also die Tickrate könnte mal ein bisschen höher sein. Guck mal, eigentlich sind die schon so gut wie tot. Sie wissen es nur nicht. Er weiß es jetzt. Und sie weiß es gleich auch. Alter, mach mal Gift-Ticks ein bisschen höher. Dankeschön. Ich muss einfach nur warten, bis sie... guck mal, hier sind Pfeile. Ne? Warum selber bauen, wenn man sie auch pflücken kann?
So, töte alle Anwärter in der Schlacht. Der Balken ist weg. Aber hier sind immer noch so viele. Das ist der mit Bär. Oder die, ist eine Dame. Aber das Gift ist so gut. Auch gegen Tiere. So, Bär ist auch ausgeschaltet. Aber die hat schon zu den gefährlicheren Gegnern gezählt. Das hat man auch vorher schon gesehen. Fast vorbei. Ich sollte zurück zu Drakios. Zurück? Zurück zu Drakios? Kehre zu Drakios zurück, aber ich habe Roxana gar nicht gesehen. Ist hier wirklich niemand mehr? Schade. Also ich hab nicht gegen sie gekämpft. Die hätte ich erkannt, die Roxana. War die so? Leichen. Ja. Welch eine Vergeudung von Leben. Hallo, das ist Sport. Ja? Wo ist dein Sportsgedanke, Mensch? Dann war die Roxana doch nicht so stark. Ziemlich traurig, wenn sie einfach nur durch irgend so ein No-Name abgeschlachtet wurde. Mal gucken, ob sich die Belohnung lohnt. Ich habe jetzt 4500 bezahlt. Wenn all diese Krieger im Kampf gegen den Kult gewesen wären. Stattdessen kommen wir nach Melos und schlachten uns für ein paar Drachmen gegenseitig ab. Aber das ist doch genau das, was der Kult wollte. Mächtige Krieger ausschalten. Vielleicht den Stärksten bei sich aufnehmen. Aber keine Konkurrenz zulassen dann mehr. So, es gibt erstmal Abschussparty hier. 4500 habe ich bezahlt. Mal gucken, wie viel Geld ich jetzt rausbekomme als Siegespreis. Wenn ich überhaupt gewonnen habe. Nicht, dass da vielleicht irgendeiner noch geschummelt hat oder so. Sehr gut, Cassandra, sehr gut. Deine letzte Herausforderung führt dich zum Vulkan im Osten. Und dann gibst du mir die versprochenen Informationen über den Kult. Gewiss, das werde ich. Doch vorher musst du noch einen Mitstreiter besiegen. Oh. Doch noch Roxana. Okay. Okay, sie lebt noch. Das ist die letzte Herausforderung jetzt. Wir sind die letzten beiden und müssen zum Vulkan. Ah, die Insel drüben. Die Entscheidungsschlacht ist hier. Ich habe gesehen, wie du kämpfst, Söldnerin. Ziemlich beeindruckend. Du kommst bestimmt aus Sparta, aber auf so etwas wird man in der Agoge nicht vorbereitet. Hier drüben war ja auch das Ostagon-Rätsel. Gegen jemanden wie mich hast du noch nie gekämpft. Ich bin keine typische Söldnerin. Dich erwartet ein Kampf, wie du ihn noch nie erlebt hast. Das mag sein, doch es ist meine Bestimmung, diese Schlacht zu gewinnen. Darauf arbeite ich seit Jahren hin. Ich hoffe, du bist wirklich so stark, wie du behauptest. Das macht die Lieder, die man über diesen Tag schreiben wird, noch epischer. Es gibt keine Legende zu besingen, bevor die Schlacht nicht beendet ist. Schön. Beenden wir sie. Okay. Au. Was hier so viel Moves drauf hat? Oh, Level Up. Wir wollen doch einen denkwürdigen Kampf liefern. Endlich. Spielen wir keine Spielchen mehr, was? Nein, tun wir nicht. Ja, das ist ein Kampf, an den man sich erinnern wird. Wir haben noch nie Spielchen gespielt. Du wolltest ja nicht mit mir trainieren. Hättest du mit mir trainiert, hättest du meine Moves gekonnt. Siehst du, ich lieg nämlich oft auf dem Rücken rum und hab die Beine oben. Mal ein bisschen Schaden raushauen hier. Oh.
Oh, nice Zeitlupeneinlagen. Und sie ist eigentlich schon tot. Eigentlich reicht es jetzt auch nur auszuweichen. Aber so ein Finisher muss natürlich sein. Wer so eine große Fresse hat, der fällt auch tief. So. Wo war hier das Item noch? Da müsste ich nochmal nachgucken im Inventar, wo das nochmal war, hier drüben. Es war auf jeden Fall hier drüben auf der Insel. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau, wo. So haben wir die Roxana dann doch nochmal gesehen. Da, Typhons Krone. Von oben, wo die Anführer wohnen, wirst du meine Insel sehen. Auf Typhons Rache kannst du mich besuchen gehen. Erklimme den Berg, aus Feuer geschmiedet, denn am Gipfel sitze ich bereit. Doch meine Hitze, Qualm und Verderben, den sie prüfen deine Entschlossenheit. Ich soll also den Gipfel erklimmen. Da hoch soll ich? Ja. Kollege, du wartest da gerade, oder? Ich befinde mich vielleicht gleich wieder da. Ich will nicht, dass ich ihn mit ihm quatsche und dann irgendwie automatisch die Insel verlasse. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier hoch. Okay. Da vorne blinkt was. Vielleicht ist es da. Nice. Voll der aktive Vulkan hier noch. Also das war es nicht. Ich habe den Gipfel erklommen. Sehe aber nichts. Ach da, hier ist es. Da ist das Ding. Der Helm. Typhons Krone. Natürlich ist es ein Helm. Schade mit schweren Waffen. Naja, gut. Aber das Rätsel ist fertig. Das kann ich auch runter. Muss ich nicht nochmal extra hierher fahren. Wurde automatisch hergeportet. Ist ja praktisch. Aber die Kulisse hier für den Kampf ist mega gut gewesen. Belohnung! Yay! Gut gemacht, Söldnerin! Du solltest jetzt für die Zeremonie in die Stadt zurückkehren. Zuerst will ich die versprochenen Informationen. So läuft das nicht. Keine Spielchen. Sag mir, was du über den Kult weißt. Um ehrlich zu sein, die Schlacht der 100 Hände war schon immer als Falle gedacht. Wir veranstalten sie seit Jahren in der Hoffnung, die Schwester des Kriegers Deimos herauszulocken. Aha. Eine Falle für Cassandra war es. Du hast mich gefunden. Wie ich vermutet habe. Und du weißt, wozu ich fähig bin. Gewiss, das weiß ich. Ich habe heute schon viele getötet, Drakios. Einer mehr fällt nicht ins Gewicht. Heute verdiene ich mir einen großen Bonus von den Maskierten. Ich hätte das gerne woanders erledigt, aber... Ich werde gerade erst warm. Er ist hier, das Kultmitglied. Nice, Ikarus. Schön gemacht. Ich meine, jetzt war auch so ein Kackvogel, ne? Was denkt er sich denn? Wir haben hier gerade den heftigsten Wettbewerb aller Zeiten gewonnen. Und jetzt denkt er, oh, die mache ich jetzt kaputt. Mit zwei Leuten. So dämlich. Sorry, wenn man das so sagen darf. Ja, er denkt vielleicht, sie hat sich verausgabt und so. Aua. Das hat wehgetan. Eine Heilung brauche ich noch nicht. Okay, jetzt vielleicht doch. Kurz die Heilung. Das Gift wegmachen wenigstens. Das sieht so aus, als würde er einfach nur so wild rumschwingen, mich trotzdem dabei treffen. Oh, bevor er sich so unsichtbar gemacht hat, habe ich ihm nochmal schön einen Headshot reingehauen. Ja. Und da geht er down. All diese Menschen starben nur,
weil der Kult mich finden wollte. Keine Scherbe von ihm? Wegen Kultscherbe und so? Na doch, da gibt's ja einige Sachen jetzt. Was sind da alles dabei? War alles in seiner Tasche, oder was? Wahrscheinlich die Belohnung für den Krieg an sich, was ich da alles gerade gekriegt habe. Aber irgendwie gab es doch keine Kultscherbe. Das war kein Kultistenmitglied hier von also er war keiner von den Maskierten? Och man. So ein unwichtiger Typ auch noch. Ich habe einen Fähigkeitspunkt gekriegt. So. Was nehme ich denn da noch? Die weißen Sachen habe ich ja fertig. Ich wollte ja, wenn, dann hier noch irgendwie was machen. Optischuss, Fächerschuss, Schussfolge, das Tierdings. Hochleistungsschuss. Den Verwüsterschuss habe ich. Verschieß einen mächtigen Pfeil, der 400 habe ich noch nie benutzt. Achso, doch, das ist doch der, den ich unten reinpacke. Ja. Effizienz von... Ja doch, den habe ich schon öfters genommen. Feuer weiter auszubauen, hätte ich auch nochmal Interesse irgendwie so, falls mir mit Gift irgendwann zu langweilig wird. Der Pfeil hier ist nicht so schlecht für Festung einnehmen. Fächerschüsse, die sind eigentlich gegen in Massenschlachten halt ziemlich gut. Sechster Sinn. Ist eigentlich auch eine ganz gute Fähigkeit. Betäubungspfeile. Ich will ja niemand betäuben. Das will ich auch nicht. Kann man eh nicht entscheiden. Entweder das, Hochleistungsschuss vielleicht. R1 und R2. Aha. Verschießt einen mächtigen, aufgeladenen Pfeil, der 1000 Jägerschaden anrichtet und beim Aufschlag explodiert. Dabei werden 3 Adrenalinspunkte. Ja, guck mal, das ganze Adrenalin rausballern will ich ja auch nicht. Also entweder den Raubtierschuss hier mitnehmen oder Fächerschuss. Das hier ist, glaube ich, auch interessant. Nehmen wir erstmal den Raubtier. Komm. Irgendwo muss ich mal anfangen. Zuweisen, da. So. Du kannst auch Spezialpfeile nutzen. 500%. 88% fliegt er dann weiter. Nicht schlecht. Okay. Wie lange ich mal wieder gebraucht habe, um mich zu entscheiden. Kommt öfters vor. Bei so Skills. Was ist das? Spartanisches Siegel. Ach, das wieder. Sowas wieder, aber richtig geile Belohnung war jetzt bei dem jetzt hier gerade für die Herausforderung gar nicht dabei. Außer vielleicht diese hier. Schwere Klinge, episch. Die Siegeraxt. Die sieht nicht so schlecht aus, finde ich. Macht auch wieder mehr Schaden. Optisch nice. Und ich habe gewonnen. Also bin ich der Sieger. Gebührt mir auch die Siegeraxt. Rüstung ist sowieso egal. Kann ich wieder alles verkaufen. So. Dann können wir jetzt hier die komplette Insel ganz verlassen. Hier drüben habe ich alles geholt. Die Fragezeichen hier habe ich auch alle fertig. Diese Schlacht hier ist mir jetzt gerade nicht so wichtig, glaube ich, oder? Oder soll ich das für Athen holen? Weil ich will danach auf jeden Fall hier hinfahren. Zu Mama. Nach Lakonien zum Festland. Und dann muss ich mich auch noch irgendwann um die ganzen Inseln kümmern. Falsche Insel. Da. Komm, machen wir hier mal hier die Schlacht. Ich gehe zum Schiff, dann laufe ich da zu Fuß schnell hin. Gibt ja auch immer noch schön Erfahrungspunkte. Solche Schlacht und will auch irgendwann auch nochmal
50 oder 70 erreichen. Hier haben wir den Athena-Anführer. Ich kämpfe mit dir, mein Freund. Hallo? Ich will doch nur kurz sagen, ich kämpfe mit dir. Immer die Ladebildschirme. Das war irgendwie in Origins auch weniger. Hey. Ich habe viel von dir gehört, Adlerfrau. Ja, ich habe gewonnen. Bist du bereit, Zeus Gunst heute mit den Athenern zu teilen? Diese Entscheidung überlasse ich lieber ihm. Dann leih uns wenigstens deine gottgleichen Kräfte im Kampf. Wir starten bald einen entscheidenden Angriff gegen Spartas Flotte und könnten deine Hilfe brauchen. Gegen die Flotte? Naja. Segeln diesmal? Eine Schlacht auf dem Meer? Interessant. Wann brechen wir auf? Jetzt gleich. Wir müssen die spartanischen Hunde auf ihren Schiffen überraschen. Das ist diesmal eine Seeschlacht. Das hatte ich auch noch nicht vorher. Nur die Insel ist so klein, wo willst du denn da kämpfen? Und es sind auch zwei Inseln, die so zusammengehören. Okay, dann kämpfen wir jetzt mal Entscheidungsschlacht hier. Auf See mit meinem Boot. Cool. Gab's auch noch nicht im Video. Ist neu. Guck, wie viele Schiffe da so mitmachen. Bei den Schlachten auf Land sind das ja immer sehr, sehr viele Soldaten, die da rumwuseln. Mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Okay. Auch ein großes Gewusel. Seeschlacht um die Obsidianinseln. 1. Zerstöre 5 Schiffe. Hör auf zu pfeifen. 5 Schiffe. Los geht's. Spartanische Schiffe, die mit einem roten Segel. Da ist auch noch ein anderes Boot, das hat ein goldenes Segel. In die Wellen! Bleib stehen! Jetzt habe ich gleich keine Ausdauer mehr, toll. Das große Schiff hier ist ein bisschen ätzend. Erhöht das Tempo! Der Feind ist schussbereit! Oh, der hat schön gesessen. So, einer weg. Der ist ganz schön klein und wendig hier, diese Dinger, ey. Ich glaube, der hier neben mir, ich glaube, der gehört zu uns. Aber der versperrt mir halt die ganze Zeit die Wege hier. Hau mal ab da. Lenk mal ein, Mensch. Ja, würde ich auch gern versuchen. Aber die anderen Schiffe nerven tierisch. Alter, was ein Durcheinander! Ich glaube nicht, dass wir schneller rudern können. Einer weg. Schieß sie auf! Werde ich verfolgt? Nee. Jetzt schießen die auch auf mich. Jetzt habe ich aber ganz schön... Oh, oh, ich glaube, ich werde sterben. Das liegt aber nur an diesem großen Schiff hinter mir da. Die Feuerwehr hat... Ja. Das ist aber auch so ein Mega-Schiff hier, der vorher nicht auf... nicht gegen mich war. Ich muss mal jemanden entern. Das war auch nur, weil der fährt die ganze Zeit vor meiner Nase rum, sodass ich das große goldene Schiff angeschossen habe. So Friendly Fire mäßig. Und dann ist er auf mich aufmerksam geworden. Und der war ziemlich mächtig. Ich weiß auch nicht, warum so ein Schiff dabei war. Ich denke, das ist hier nur Athen gegen Sparta. Und der hatte keine Flagge von gar keiner Seite. Erste Mal, dass ich so eine Schlacht nicht geschafft habe, aber es war auch das erste Mal, dass ich auf See war. Müssen wir in Zukunft vielleicht nochmal machen, um da
genau zu sehen, wie das abläuft, oder? Ach nee, es läuft. Vor, Kapitän. Es läuft noch, ich darf noch mal. Ich dachte, die ist jetzt komplett abgebrochen. Weil hier das Schiff, jetzt ist es so neutral. Und als würde der auf beiden, oder jetzt erstmal auf meiner Seite kämpfen. Ist aber ätzend, wenn ich die nicht treffen darf. Du musst immer genau aufpassen, wo du hinschießt. Voll ätzend, ey. Voll ätzend. Boah, guck dir an, die fahren aber auch, ne? So, dass so... Die wollen getroffen werden von mir. Erhöht das Tempo! Haltet das Tempo! Angriffsstellung! Ich glaube, die erwischen uns gleich! Schießt, wenn ihr bereit seid! Da rammt er mich zurück, ey! Schwanz die Böse! Komm schon! Okay, einen hatte ich aber eben auch schon. Bin ich ganz schön weit weggefahren von den anderen. Aber vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich ein bisschen weiter weg von diesem großen, heftigen, goldenen Boot da kämpfe. Ich schnapp jetzt den da vorne. Komm schon. Sie haben mich gesehen. Beeilt euch! Nee, die drehen sich jetzt. Das ist eine Schwachstelle. Okay, das hat schön Damage gemacht. Schön einmal gerammt, Schwachstelle erzeugt und dann den Rest gegeben. Ich muss noch 3 Schiffe killen? Den großen hier auf jeden Fall. Dann gehört der andere wohl doch dazu als Gegner. Schwachstelle? Ach, wie schnell der wegfährt. Kapitän. Ich weiß. Gleich schießen sie auf uns. Nochmal. Die machen sich bereit zum Rammeln. Mann, ey. Ich krieg zu viel Schaden hier. Entscheidungsschlachten hier auf Meer gefallen mir nicht. Ey, das war voll der gute Treffer. Genau, stell dich hier mal vor. Deckung. Oh nein, das Land. Du willst dich gegen mich, oder? Puh, Gott sei Dank. Komm schon. Nein, das ist gar nicht so einfach, finde ich hier, die Schlachten auf See zu machen. Wirklich nicht so einfach. Wer hätte das gedacht? Ist doch nervig, wenn die alle so durcheinander fahren, ey. Wenn du so mehrere Schiffe hast, die wirklich alles Feinde sind, dann ballerst du einfach auf alles. Aber hier musst du halt aufpassen, dass du dann die eigenen Leute nicht mit triffst oder gegenfährst oder so. Und der Schaden, den sie machen, ist auch nicht so. Ich wollte den einen wenigstens noch niederschießen und dann hätte ich den geentert. Dann hätte ich danach wieder Lebenspunkte für mein Schiff wieder bekommen. Also Haltbarkeit. Okay, die Schlacht läuft noch. Versuchen wir es einfach im nächsten Video nochmal. Oh, guck mal, jetzt wird bei den Kultisten was angezeigt. Oder ist der hier auf dem Schiff drauf? Unentdeckt.
enthüllen. Ich segelte an den Sirenen vorbei und in den Schlund des Poseidon. Die Wellen beugen sich mir in Angst. Das ist ein Kultistenschiff. Attentatsschaden und Chance auf kritische Treffer. Ist voll die gute Piraten-Meuchelausrüstung. Na gut, Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei hier. Dann mache ich mache die Schlacht noch einmal. Ihr wisst ja, alle guten Dinge sind immer drei. Ja, beim dritten Mal schaffe ich das vielleicht hier. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß heute beim Zusehen. Dann schaltet morgen wieder ein in der nächsten Folge von Assassin's Creed. Macht's gut, ciao, ciao.